Hi, ich bin Chris und willkommen bei Unicorn. Are you listening? Damn. Yeah. Hallo liebe Damen und die zwei bis drei Männer, die zuschauen. Heute geht es darum, wie ihr den Nagel optimal vorbereitet, damit das Gel auch wirklich auf dem Nagel hält. Nicht lange quatschen, ihr wollt mit Sicherheit direkt loslegen, also starten wir direkt jetzt. Ich habe den Nagel meines Modells jetzt abgefräst. Solltet ihr nicht tun, denn ihr feilt erstmal, um das zu üben, natürlich. Wir fangen jetzt erstmal an, die Nagelhaut zurückzuschieben mit einem Rosenholzstäbchen. Hier bei meinem Modell bräuchten wir es eigentlich nicht. Ich mache es jetzt einfach mal so ein bisschen sporadisch. Braucht man wirklich nicht viel machen. Manche Kunden haben extrem viel Nagelhaut. Die solltet ihr natürlich auch entfernen. Ich hatte auch Kunden, die hatten zum Beispiel bis hierhin Nagelhaut. Sowas müsst ihr natürlich wegmachen, definitiv. Da geht euch so viel Fläche vom Nagel verloren und es sieht natürlich auch kacke aus. Wir schieben die Nagelhaut zurück, um einfach mehr Fläche für den Nagel zu haben, also um das Gel aufzutragen. Umso mehr Fläche wir haben, um das Gel aufzutragen, umso besser hält das Ganze natürlich auch. Da meine Kundin keine Nagelhaut wirklich zum Wegschneiden hat, zeige ich es euch mal an mir. Ich habe zwar auch nicht viel, aber ein bisschen was. Und zwar erstmal die Nagelhaut vorsichtig zurückschieben. Das tut der Kundin im Regelfall auch nicht weh, es sei denn, sie hat eine Verletzung da irgendwo. Dann ihr schiebt die Nagelhaut erstmal zurück, um sie zu lockern. Und dann, was ihr generell tun solltet, erstmal an euch selber üben, damit ihr wisst, wann tote Haut aufhört und Schmerz anfängt. Und dann nehmt ihr euch eine Nagelhautschere und schneidet vorsichtig die überschüssige Nagelhaut ab. Das war auch schon die ganze Kunst dabei. Mehr ist es nicht. Also wenn die Kundin wirklich so wenig hat wie bei meinem Modell jetzt, braucht ihr nichts machen, wirklich nur ein Stück zurückschieben, das reicht vollkommen. Also wo ihr es vermeiden könnt, Nagelhaut zu schneiden, macht es auch nicht. Da kann auch sehr viel schief laufen. Das heißt, ihr könnt zu tief schneiden, dann verletzt ihr die Kundin, es fängt an zu bluten, es kommt eventuell eine Entzündung rein. Das kann eine Nagelbettentzündung geben, dadurch kann der Nagel dann schief wachsen. Also ihr seht schon, da kann einiges schief laufen. Deshalb lasst es lieber und wirklich nur in Extremfällen wendet dann die Nagelhautschere an, um das Ganze abzuschneiden. Kleine Nagelhautreste werden natürlich auch entfernt. Sowas wie hier zum Beispiel kann man erstmal so ein bisschen locker machen mit dem Rosenholzstäbchen und dann mit der Feile entfernen. Denn jede lockere Haut, die ihr auf dem Nagel lasst und dann Gel drüber macht, kann sich dann später zu einer Blase entwickeln und der Nagel kann sich dann lösen. Beziehungsweise das Gel kann sich dann lösen. Habt ihr die Nagelhaut zurückgeschoben und ihr feilt jetzt den Naturnagel für eine Neumodellage, dann feilt mit der feinen Seite den Naturnagel wirklich in jeder Ecke. Versucht wirklich die Kunde nicht zu verletzen, benutzt wieder den Daumen als Abstandshalter, ganz wichtig. Und ihr raut den kompletten Nagel einmal an. Habt ihr wie in diesem Fall eine Auffüllung? Feilt nicht das ganze Gel weg. Feilt so 90%, 95% des Gels weg. Alles, was locker ist, wird natürlich entfernt. Wie hier an der Seite ist ein bisschen Luft reingekommen. Das wird weggefeilt. Im besten Fall feilt ihr den French weg. Falls ihr vorher einen farbigen French hattet und dann einen, also sagen wir mal, ihr hattet einen roten French und macht dann einen weißen French drauf und der Nagel wächst raus. Seht ihr von unten, dass vorher roter French war und es sieht wie Dreck aus.
Genauso verhält es sich mit Weiß zu dunklen Farben. Man sieht es halt von unten. Deshalb entfernt den kompletten French. Wie gesagt, die komplette Luft, falls Luft oder lockere Stellen da sind, werden entfernt. Falls ihr hier solche kleine Lücken habt, die kriegen wir noch mit Gel geschlossen. Da braucht ihr jetzt keine Schablone für ansetzen. Achtet darauf, wenn ihr die Seiten des Nagels feilt, dass ihr keine Kante reinfeilt. Denn das sieht beim Rauswachsen des Nagels extrem scheiße aus und kann natürlich auch an dieser Stelle schnell brechen. Zum Schluss auch wieder egal, ob es nur der Naturnagel ist oder auffüllen mit dem Buffereimer über den ganzen Nagel, damit ihr wirklich sicher gehen könnt, dass ihr jede Stelle angeraut habt. Wenn ihr einen Nagel oder eine Gelmodellage auffüllt, feilt natürlich auch den Naturnagel, der rausgewachsen ist, ein bisschen an, damit ihr da auch Gel auftragen könnt und das Ganze natürlich auch hält. Wir feilen den Naturnagel deswegen an, damit das Haftgel sich gleich mit dem Nagel verbindet. Das könnt ihr euch vorstellen wie ein Klettverschluss. Das eine greift in das andere und dadurch hält die Modellage am Nagel. Also wenn ihr den Nagel vorbereitet, macht direkt schon die grobe Form fest. Fragt den Kunden natürlich vorher, was er haben will, ganz wichtig. Wenn ihr eckig haben wollt, faltet ihr den Nagel eckig. Wenn ihr rund haben wollt, wie in diesem Fall, fallen wir so rund. Und wenn es Stilettos sein sollen, fallen wir den Nagel natürlich spitz. Die endgültige, komplette Form legen wir dann beim Nachfeilen fest. Ihr legt jetzt hier nur einmal die grobe Form fest. Das heißt rund, eckig oder Stiletto oder wie auch immer. Ganz wichtig auch, benutzt einen Staubpinsel. Nicht mit dem Natur, also nicht mit eurem Daumen oder mit einem anderen Finger über den Nagel der Kundin gehen, denn ihr habt Eigenfett auf dem Finger und das übertragt ihr damit auf den Nagel des Kunden. Und somit ist das auch wieder ein Problem, weil Gel und euer Fett, was ihr dann auf den Nagel gebracht habt, hält nicht zusammen. So, das war's auch schon mit dem Vorbereiten des Nagels. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, wie ihr euch eine glückliche Kundenschaft, in dem der Nagel auch hält. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr das gerne hier oben abonnieren. Und hier unten geht's zu meinem letzten Video. Auch gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Chris. Ich habe den Finger meines Modells jetzt abgefräst. Den Nagel. Den Finger? Ja.